Black Ops fragt Pete Smeed. Wurdet ihr früher öfters gemobbt oder habt ihr gemobbt? Naja, halt das übliche à la du bist dick Ding oder sonst irgendwas, aber nicht einfach dieses Mobben dauerhaft, sondern einfach nur, wenn du dann kurz einen Streit hattest, dass es dann quasi um Beleidigungen ging, die halt dann auf du bist dick abging. Ja, aber sonst, nee. Ich wurde nicht gemobbt. Ich hoffe auch, dass ich nicht gemobbt habe. Naja, es gibt, glaube ich, in fast jeder Jugend so mal eine Phase, wo man mit ein oder zwei Schülern nicht so gut klarkommt. Ich weiß ja tatsächlich nicht, wann es genau Mobbing ist. Das ist vielleicht so eine Art auch Feeling, das kann ich nicht sagen. Deswegen würde ich die Antwort mit Nein beantworten. Beide, also ich habe, soweit ich weiß, auch nicht gemobbt. Glaub aber, dass das generell ein schweres Thema ist, weil das auch so eine Empfindungssache ist. Wenn man zum Beispiel, bestes Beispiel so, wenn man mit Freunden sich neckt, ist cool, wird dann ein Fremder machen oder jemand, den nicht mag, wäre es vielleicht Mobbing. Deswegen ist es, glaube ich, keine so einfache zu beantwortende Frage. Also in der Kindheit, also gemobbt habe ich, glaube ich, nie jemanden. Ich war in der Klasse zwar jemand, der irgendwie immer einen Kommentar parat hatte, was sich dann in den Jahren auch irgendwann gelegt hat. Am Anfang war ich den Lehrern immer zu laut, irgendwann war ich denen zu leise, weil ich dann nicht mehr mitgemacht habe. Wenn, würde ich sagen, wurde ich gemobbt, aber auch nicht in der Schule, sondern eher davor, draußen bei uns quasi in der Ortschaft. Aber Probleme hatte ich damit irgendwie nie. Nein.